Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Azurech und dem guten Agenten 47 und dem zweiten Teil der Spielevorstellung zu Hitman Absolution. Ich habe hier ein bisschen das Tutorial angefangen, habe ich schon so ein bisschen in das Spiel eingeleitet, eingeführt, ein paar Vor- und Nachteile, die mir schon mal bisher aufgefallen sind, erläutert. Und ja, das Spiel gibt es sehr günstig bei unserem Partner Gameladen zu kaufen. Der Link steht in der Videobeschreibung und mit diesen Infos beginne ich dann einfach mal das nächste Video. Es gibt diese Beweise, die man schön... Finden Sie Beweise. Ja. Erklär du ruhig. Diese, um Wertungspunkte und Instinkt zu erhalten. Ja, das war auch schon die Erklärung. Wie gesagt, es gibt da Wertungspunkte. Man kann sich mit den Leuten in der Friends-Liste messen und so weiter und so fort. Und später im Contracts-Modus, der Multiplayer-Modus hier, den ich hier auch nochmal vorstelle, kann man dann halt eine Mission so mal, also ist natürlich ein bisschen überall verknüpft online. Wenn Sie durch diese Tür halt gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Ja, das ist jetzt Sie eben sehen es links oben. Das Fortschrittsmodus. Und jetzt sind wir schon in einer richtigen Mission. Erstmal kann man dir bemerken, dass die Grafik so auf ersten Blick schon mal sehr schön aussieht. Und ja, ich huste einmal. Das ist ja wie gesagt der Anfang dann. Klingt nach einer Teambesprechung im Wohnzimmer. Hey, mir kannst du es doch sagen. Meine Lippen sind versiegelt. Und ich mache hier mal ein bisschen was anderes, als ich es am Anfang gemacht habe. Ich werde die geheime Zutat mit ins Grab nehmen, Mister. Aha. Ist es Salz? Nein. Nein. Wofür halten Sie mich? Salz? Bitte. Ich, und das können Sie mir glauben, bin einer der besten Köche in dieser kulinarischen Einöde, die Sie Nation nennen. Sie kippen flüssige Butter über Popcorn. Sie würden Zucker sogar in die Luft blasen, damit jeder Atemzug schmeckt wie ein Lolli. Und Sie maßen sich an, Mutmaßungen über meine preisgekrönten Rezepte anzustellen? Ist ja Salz. Gut, beruhigen Schämen Sie sich. Sie sich, Sir. Ich hab doch Schämen nur gefragt. Sie sich. Mann, jetzt kriegen Sie sich mal wieder raus ein. Hier. Push, push, raus, habe ich gesagt. Ja, das geht nun mal nicht, ja. Machen Sie ein Tor oder schießen Sie auf Bierdosen, Sie Dummkopf. So. Wir versuchen ja mal was. Auf jeden Fall, das Ziel ist es eben im Moment, können wir auf F1 eben drücken, die Schlüsselkarte vom Sicherheitschef hier zu beschaffen. Das ist die Mission. Und wir können es natürlich so frei fortbewegen. Ach, uns fehlen jetzt die Schlaftabletten. Okay, wir brauchen es aber auch nicht unbedingt. Wir können es auch einfach so machen. Sie sind als Koch verkleidet und können sich im Erdgeschoss des Anwesens frei bewegen. Niemand im Anwesen wird Ihre Tarnung durchschauen. Aber tragen Sie keine sichtbaren Waffen, da diese Verdacht erregen. So, einmal weg mit dir. Oben links sehen wir es halt eben diese Punktzahl. Wir sollten natürlich wenig zivile Opfer machen. Wir sollten das so cool und stylisch und natürlich lautlos und stealthy, also ne, Assassin-like machen, wie es nur geht, ja. Das ist natürlich der Sinn hinter Hitman und deswegen geht die Punktzahl auch natürlich drastisch nach unten, falls wir irgendwie so einen Scheiß machen wie jetzt gerade. Ja, den hätte man auch ganz cool mit Schlaftabletten töten können und ich möchte jetzt mal was anderes ausprobieren. Dazu gehen wir einmal hier nach oben. Ich darf ja eigentlich nicht nach oben, aber... Ausschalten. Wir machen es jetzt einfach mal. Sie haben die Wahl. So, hier hat man auch nochmal verschiedene Möglichkeiten. Das macht bei den normalen eigentlich kaum einen Unterschied. Bei Zivilisten ist es natürlich besser, wenn man die nicht tötet. Auch hier ein Safe Point. Das ist das eben, was es hier gibt. Hier hat man an bestimmten Stellen dann eben diese Sicherheitspunkte, wo man dann wieder neu anfangen kann. Das ist bei den Schwierigkeitsgraden später nicht so. Und ich denke mal, ich werde wahrscheinlich so weiterspielen, denn es ist wirklich sehr frustrierend. Denn bei den anderen Spielen müsste ich jetzt, falls ich auffliege, nochmal alles von vorne machen. Also seitdem ich hier im Gebäude bin, was einfach wirklich nervig ist. Habe ich jetzt schon die Schlaftabletten geholt? Ja. So, ich kann die hier einmal alle ablenken.
indem ich die Jalousien einmal hochlasse. Beziehungsweise ich lenke die nicht ab, sondern der Sicherheitschef kam hoch. So kann man dann halt immer bestimmte Sachen nachvollziehen, also nicht nachvollziehen, sondern immer machen. Also jetzt geht er nach oben, dann könnte ich ja etwas Bestimmtes machen mit dem und so weiter. Ja, verschiedene Möglichkeiten, Aktion, Reaktion, ja, das ist nun mal eben immer so. Zum Beispiel hier ist doch ein wunderbares Kaffeeding. Und ich weiß nicht, warum das nicht geht, aber ich kann schwören, dass ich da so ein Gift der einmal hatte. Ich weiß nicht, warum ich jetzt das auf einmal hier alles nicht mehr habe. Dann habe ich dann doch nicht die Schlaftabletten. Was soll denn das? Dann muss ich jetzt noch einmal nach oben. Ich frage mich übrigens, ob das hier als Waffe durchgeht. Oh ja. Ich kann interessanterweise den Schurken sogar komplett verstecken. So, der geht jetzt wieder nach oben. Gehen Sie weiter, Sir. Der neue Assistent des Kochs? Warum wurde ich nicht informiert? Melden Sie sich nach dem Dienst bei meinem Geheimdienstoffizier zum Sicherheitscheck. Ja, ja, bla bla bla. Ich schaue mir das jetzt noch einmal an, weil das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Weil ich war eigentlich hier... Ach, da waren die! Ach, ich Idiot. Mein Fehler. Mein Fehler. Machen wir halt noch einmal. Fällt den ja nicht auf. So, jetzt können wir auch dann endlich die Tabletten in den Kaffee werfen. Und gleich mal schauen, was passiert. Jetzt wird ja ein Event ausgelöst, so, ne? Und wenn er wieder runterkommt, wird er höchstwahrscheinlich den Kaffee trinken. In der Zeit können wir auch mal uns das ja alles anschauen. Ich glaube, das machen wir jetzt nicht. Wahrscheinlich fliegen wir dann auf. Können wir uns ja mal die Aussicht hier anschauen. Ja. Wunderbar. So, hier sieht man übrigens auch eine Sache, die mir nicht so gefällt. Jetzt wieder weg. Der übermäßige Bloom-Effekt. Gerade bei Agent 47 Glatze ist das sehr extrem. Sieht man jetzt hier nicht so schön. Hier sieht es noch gut aus, aber es gibt Momente, da ist das echt ein bisschen sehr hart. So, wir schauen jetzt einfach mal, warten ein bisschen auf den Kaffee. Also ich habe das beim ersten Mal so gemacht, da ich den einfach durch die Jalousien nach oben gelockt habe. Dann stand er da, da habe ich den getötet. Der neue Assistent des Kochs? Warum wurde ich nicht informiert? Melden also, Sie sich nach dem Dienst bei meinem Geheimdienstoffizier zum Sicherheitscheck. Sehr langweilig. Ich frage mich jetzt, ob er seinen Kaffee noch trinken wird. Oder auch nicht. Dann gibt es so Sachen wie Radio benutzen, Ablenkung. Was diese Dinge sind, weiß ich noch nicht. Die sind auch überall, aber... Hier ist Alpha. Das ist mir egal. Lassen Sie eine dieser mobilen Toiletten im Garten aufstellen. Ich riskiere keinen Zwischenfall, indem ich jemanden in das Haus lasse, der nicht von mir persönlich autorisiert wird. Was ich mich frage, ist, warum der nicht mal seinen Kaffee trinkt. Ja, wenn ich jetzt als Sicherheitsmann hier rumlaufen würde, dann würde mich halt wieder jeder schief anschauen. Oh, ich glaube, er trinkt seinen Kaffee. Wunderbar. Der neue Assistent des Kochs? Warum wurde ich nicht informiert? Noch, Junge. Melden Sie sich nach dem Dienst bei meinem Geheimdienstoffizier zum Sicherheitscheck. Von allen Kunden, für die ich gearbeitet habe, ist die hier die seltsamste. Jedenfalls ist sie ziemlich mysteriös. So viel steht fest. So was wissen wir über sie? Die letzte Tasse war wohl zu viel. Nicht mal der Boss, glaube ich. Aber ich habe neulich... Haltet die Augen offen, Jungs! Geworfen, als ich muss dringend was mit der Security am Tor besprechen. Kopflogo und drunter steht... Naja, das ist ordentlich dünnsches Hasse. Flotten Auto hier. So, wir folgen dem natürlich mal, ja, das ist ja jetzt das Schöne daran. Und als Koch nimmt das ja auch keiner einen so übel. Ich schaue jetzt erstmal an, was er hier so macht. Mein Magen muss mich setzen. Nur ganz kurz. Geht es Ihnen gut? Wird schon keiner merken. Ah, hier, die zweite Sonne, eine Leiche. Ja, das wollte ich jetzt auch nicht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt das so geschafft.
Und jetzt können wir halt ganz locker da, ja, das eh eigentlich keinen stört, nach oben, beziehungsweise wir können einfach mal ein bisschen rennen. Beziehungsweise wir könnten das jetzt ein bisschen perfekter machen, könnten jetzt uns wieder verkleiden. So, hat ein bisschen gedauert, warum auch immer. Könnten jetzt natürlich auch legal nach oben. Als Sicherheitschef können wir uns natürlich nicht verkleiden, da es davon nur eine Person gibt. Und wenn dieser auf einmal eine Glatze hat, ja. Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen ja, Ihre. Das sind diese Techniken. Ich habe die schon. Verbessern dauerhaft Ihre Fähigkeiten. Das ist halt sowas. Für den Story und den Aufträgen. Und hier kann man dann eben schauen, wie viel man braucht. Also jetzt halt nicht, weil ich das schon habe, aber hier hat man die ganzen Punktzahlen und der Schwierigkeitsgrad normal gibt so und so viel, ja, also da ist das halt ganz klar gemacht und ja, jetzt komme ich halt weiter, dadurch, dass ich ja die Sicherheitskarte habe, komme ich dann auch in dieser Mission weiter. Ich wäre nicht der Zielperson. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran, wenn Sie abdrücken. Das werde ich. Ausrutschen in der Dusche. Immer noch sehr lebensgefährlich. Dafür gibt es ja diese Noppen in der Dusche. Und natürlich Killer, die sind auch schwer. Passiert öfters. 47? 47! Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan? Warum hat sie ein Handtuch an? 47? Das ist nicht viel größere Frage. Warum ist sie nicht nackt? Wir haben unsere Grenzen. Selbst sie 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Es geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben Sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte. Sie darf nicht werden wie sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Ja, weiter geht's. Diana ist gefunden und getötet worden. Jetzt wollen wir noch entkommen. Also was heißt entkommen? Wir müssen erstmal zu Victoria, der Tochter. Denn irgendwas ist mit der, ist was Wichtiges, die Agency ist hinter ihr her. Wir haben uns jetzt ebenfalls gegen die Agency verschworen, das einfach mal so auch in den Raum zu stellen, natürlich, ja. Das ist passiert. Übrigens auch schick, Global Illumination immer, ja. Falls einem das noch nicht aufgefallen ist, ja. Das heißt, Licht trifft auf Rot, Rot streut wieder nach in eine Richtung und macht das andere auch rot, ja. Und jetzt kriegt man auch noch ein bisschen Geballere mit. Also Agent nur ganz klein. Kann seine Gegner schnell und präzise aber ausschalten. Das lernt man halt hier alles. Wie Sie sehen, haben Sie durch die Konzentration auf Ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. So, jetzt machen wir das. Schnellfeuer. Drehen Maus die umsehen. Um den Gegner anzuvisieren und dann mit Linksklick. Und aktivieren Sie dann den Schuss.
können wir dann die alle hier markieren. Sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Dann nochmal Q drücken. Und es geht los. Bam. Bam, bam, bam. Okay, der Kamerafehler war beim ersten Mal nicht da. Und das war's dann auch, ja. Dabei kommen übrigens keine irgendwie Bluteffekte, warum auch immer. Denn normalerweise ab 18 bitte ausschalten, ja. Ist das halt ein bisschen brutaler, ja. Übrigens auch alles natürlich kann man jetzt zerschießen, ja. Ich weiß gar nicht, ob man die Bilder oder Lampen oder so zerschießen kann. Ich glaube nicht, dass das... Aber naja, schon ganz cool auf jeden Fall. Und so geht dann auch die Tutorial-Mission zu Ende. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Ich glaube nicht, dass er das macht. Will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich weiß. Deine ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir! Hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Das sollte man natürlich erledigen. So und so auf jeden Fall verstreicht dann ein Level. Man sieht hier nochmal eben alles, was hier so passiert, ja. Alle möglichen Dinge, die man hier so freischalten konnte und so weiter. Jetzt kann man eben das nächste Level starten oder auch nicht. Ich lasse das jetzt erstmal und schließe dann erstmal mit diesem Video ab. Ich denke mal, ich mache dann noch die nächste Mission auch noch einmal, um auch noch mal ein richtiges Level euch vorzustellen. Das ist auch die Mission, die man schon kennt. Die in Chinatown. Und dann werde ich noch mal die Aufträge machen. Und am Ende des zweiten Levels werde ich dann auch noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ich so derzeit noch mal halte. Also werde ich noch mal ein paar Vor- und Nachteile zusammenfassen. Und dann werdet ihr noch mal ein Video oder ein Review sehen, wenn ich auf jeden Fall deutlich weiter oder durch bin. Ja, und ich denke mal, das war's dann auch mit diesem zweiten Video. Wie gesagt, das Spiel könnt ihr euch sehr günstig bei unserem Partner Gameladen kaufen. Der Link steht in der Videobeschreibung. Und falls ihr das Spiel schon habt, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon derzeit haltet. Und ich als Hitman-Veteran bin auf jeden Fall im Moment noch sehr zufrieden mit dem Spiel. Bis auf ein paar kleinere Macken. Aber naja, gut, die kann man verkraften. Das Spiel macht immer noch viel Spaß. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.